Oh, nach Darko macht taglos. Ich habe eine Mine mit Justin. Ich habe Redstone gefunden. Oh, das Schöne ist, ich habe keine Phantomen hier. Ich kann weiterbauen. Oh, nee. Was? Ich habe eine Scheißhöhle. Und mittlerweile hasse ich die Dinger. Na, du hast ja nur ein Tod, also ich bitte dich. Aber ich hab Dias. Ich mach ja immer noch den letzten Platz hier, also ich dürfte mich nur, wenn überhaupt, nur beschweren. Da hier. So. 8, 16, 32, 48, meine, 48. Nicht, meine Dia-Picke geht bald kaputt. So. Ja, ich hab mir noch schnell eine verzaubert gehabt. Ich hab meine auf Effizienz verzaubert. Jupp, ich auch. Bei dir Effizienz oder Effizienz 2? Effizienz 1. Okay. Ja, ich hab den ja endlich abgegradet und bekomme auf 18. Also vom Level her. Müsst mehr nicht. Ja, dann liefern wir jeder. Du bist der Einzige mit Kühen. Die sind für uns alle da, nicht nur für mich. Ich weiß, ich hab dir auch schon immer vermehrt. Aber ich schlachte die gerade nicht, damit wir erstmal eine schöne Kuckmasse haben. Dann vielleicht mal zu sehen, dass man Looting auf irgendein Schwert kriegt, wenn es ein Steinschwert ist. Das geht erst ab 30. So eine Scheiße. Das wusste ich ja zum Beispiel nicht. Nee, da habe ich mich auf Eldercraft lang und breit mit beschäftigt. Weil die haben alles gedreht und gewendet. Sicher, dass das so ist? Ja gut, da kann ich mir natürlich nicht sicher sein, ob das so ist, ich glaube es aber auch. Aber warte mal, Looting gibt ja auch wieder drei unterschiedliche Stufen, also müsste man jetzt schon Looting kriegen können. Mit aber geringer Wahrscheinlichkeit vielleicht nur. Och nee, jetzt hab ich... Oh scheiße, jetzt hab ich schon Gras. Das wollte ich nicht. Außerdem habe ich beschlossen, dass ich Darko nicht mehr mag. Der geht eine halbe Sekunde in die Mine und findet sofort Dias. Und ich meine hier und finde gar keinen einzigen Dia. Ja, du musst davon ausgehen, Darko hat X-Ray an. Achso. Hey. Dann kannst du ja nachschauen. Dann geh in den Kondon und schau nach. Ich habe kein OP. Das hat doch damit nichts zu tun. Du musst doch in eine Konsole gehen. Ja, nicht nee, da müsste ich jetzt Opera aufmachen. Und auf die Nitrado-Seite gehen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Dann kannst du ja nachträglich noch machen. Ja, Mal nachschauen. Oh, ich will was verzaubern. Ey, ich will was verzaubern und ich habe kein Level dabei. Bin ich bescheuert? Geil, ist mir aber auch schon passiert eigentlich. Ich habe auch. Darko, gib mir bestimmt ein paar Dias. Und mir eine Folge. Voll die Rüstung also. ich hab die 6 Tode. Kümmere mich um mich. Aber auch eine nicht verzauberte Dia-Rüstung bringt nicht wirklich viel Schutz, wenn es auf hart läuft. Nee. Nee? Da reicht immer noch ein Creeper, um dich zu one-hitten. Ja. Ich glaube, der reicht dich auch mit einer voll verzauberten, reicht das locker auf 2 Herzen runter. Bei Blast, wenn alles auf Blast Protection ist, nö, dann. Autsch. Hast du noch genug Herzen übrig? Ja gut, wenn alles auf Blast Protection ist, das musst du auch erstmal hin. Außerdem wäre das ja komplett irrsinnig, alles auf Blast Protection zu machen. Nee. Je nachdem, du kannst auch eine komplette Dia-Rüstung auf, wie ist das gegen Feuer? Ist das Fire Protection? Fire Resistance, oder? Oder Feuerresistenz machen. Nee, Fire Protection, Fire Resistance ist der Trank. Achso. kannst du nämlich ganz normal damit machen? Also ausrüsten, und das ist dann deine, wo du zum Beispiel unter Tage farmen gehst, falls du in Lava fällst, passiert nichts. Ja gut, aber du kriegst doch immer noch Schaden. Das dauert dann. Was? Wenn du Feuerresistenz auf der Rüstung hast und in Lava fällst. Ja. Das dauert dann. Ich habe bei Eldercraft habe ich ein Rüstungsteil auf Feuerschutz.
Und ich habe unter mir einen Block abgebaut und bin in Lava geplumpst. Hat mir nichts gemacht. Die neue Rüstung, die kann auch nicht verbrennen. Nee, da habe ich noch die Rüstung. Ja, ich wollte es jetzt nur mal so erzählen. Die kann nicht verbrennen. Die hüpft oder liegt auf Lava dann. Und die spawnt. Ja, gut. Auf die Rüstung werden wir hier auch noch gehen. Hm, da freue ich wollte es jetzt nur mal so erwähnen. Bei Werkzeugen müsste das genauso sein. Also, daher gesehen, die Sachen kannst du nicht verlieren. Es sei denn, du wirst die in einen Dispenser, der in Lava. Obwohl, selbst dann nicht. Du müsstest die in Kaktus werfen. Theoretisch, um die zu vernichten. Ich finde nur so, man kann die recht leicht verlieren. Rausschmeißen, weggehen. Ja. Ja. Nein, ich meinte jetzt vernichten, nicht verlieren. Ja, oder einfach wie bei Eldercraft, I drop deine Spitzhacke mitten in der Menschenmenge. Super Idee. Ja, komm, das war aber auch nur aus Versehen. Ich achte halt auch nie auf die Tasten, die ich drücke, wenn ich spiele. Nee, du machst das einfach so, du weißt jetzt, wo die Tasten sind und wenn du dich verdrückst, ist scheiße. Ja. Als würde ich auf die Tasten schauen, wenn ich spiele. Höchstens, wenn ich irgendwas schreibe und dann Ü und sonstige Tasten drücken muss. Ja, mein Texture-Pack erkennt ja immer noch nicht Ü und etc., das ich benutze. Umlaute. 1, 2, 3, so, dann kommt dort der nächste Boden rein. Ich müsste jetzt eigentlich mit Diamanten meine Spitzhacke reparieren. Ob das sich lohnt? Nee, lass, bau dir einfach eine neue. Okay. Da ist ja nichts Druck. Ja, außer effizient. Ja, 1. Toll. 1. Ja. Es gibt 5 Stufen mit Just. So. Ich weiß. Und ich. Noch. Weiß noch nicht, ob ich mit diesen Fenstern zufrieden bin. Ich lasse die erstmal so. Also, jetzt hat der Justin in seiner Stimme so ein leichtes Quietschen drin. Ja? Ja, als ob deine Stimme mal geölt werden müsste. Ich hoffe, dass das Mikrofon noch durchhält, bis ich wieder bei Konrad bin. Ich brauch Blümchen. Welche? 2 von den blauen vor deinem Haus. Das, wie du pflückst meinen Vorgarten einfach ab, wo ich war. Das macht er immer. Der geht auch zum Nachbarn und sagt, oh, ich brauch mal Rot. Ganz ehrlich, bei Eldercraft, bei unserem Gratis-Grundstück, ne, Dago hat direkt neben mir gebaut und anstatt ums Haus zu laufen und die Tür zu nutzen, habe ich mich mal reingebaut. Ja, ich hätte da echt nicht die Erlaubnis für geben sollen. Ja, schön. Aber dafür habe ich meine Bienenkästen bei dir aufgestellt. Ja, zum Anfang dort. Da hatte ich auch nichts dagegen. Nö. Und selbst wenn du was dagegen hättest, hättest du es halt sagen müssen. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4. Ich glaube nicht, dass das reicht. Oh, wir spielen. Was ist los? Musst du schon wieder offline gehen? Ja, ich muss für Englischarbeit eigentlich gleich noch weiter üben. Ja, dann machst du das. Ist ja kein Problem. Sollte ich eigentlich schon seit 10 Minuten, also. Rate mal, was der Dago macht. Nicht Luft! Oh Gott. Schade, Dago stirbt. Ja? Können wir noch Dago bannen? Ich kann ihm gerne ein paar Tode verpassen. Danke. Hey. Der ist unverschämt. Der findet jede 2 Sekunden Diamanten. Ja, ich fahre da seit 10 Minuten und finde keine Diamanten. Vor allem, anstatt da mal sein Haus weiterbaut, damit er dann in Ruhe gelassen wird. Ich habe mein Haus weitergebaut. Aber du hast noch kein Dach, kein zweites Geschoss, keinen Keller, wie du haben willst. Ich komme ja auch zurück jetzt. Also ich finde Dago sehr unverschämt. Können wir das mal kurz... ich hätte eigentlich das alles mit einer Sigtart-Picke abbauen müssen und dann später Ich muss mir mal irgendwie gleich Essen noch besorgen. Also eine Nebensache.
Tja, wie machen wir das jetzt mit den Elevatoren? Das ist ja scheiße. Altmodisch, Leitern oder Treppe? Selber ein Plugin schreiben. Ja. Das wollte Ike jetzt nicht hören. Selber ein Plugin schreiben, sagst du jemanden, der keine Plugin schreiben kann? Ich kenne einen, der einen Schilder schreiben kann. Weil der antwortet mir seit so einem halben Jahr nicht mehr auf Discord. Ja. Du könntest wahrscheinlich ein Plugin schreiben, wenn du es versuchen würdest. Ja. Nee. Bin ich ganz ehrlich, nee. Ich hab's versucht und ich hab's aufgegeben. Das ist eigentlich cool, ich kann just jeden beobachten, der eine Verzauberungstisch benutzt. Halt das. Ich hab die Level vergessen. Noch kannst du sie beobachten. Hat dein Haus keine Fenster oder warum? Wie, nee, noch kannst du sie beobachten. Wenn ich mit dem Häuschen vom Verzauberungstisch fertig bin, kannst du sie nicht mehr beobachten. Wieder hingehen schon. Nö. Naja, wenn wir da hingehen, aber ich kann ja auch einen unterirdischen Tunnel hinbauen. Dann benutzt er seine X-Ray. Ja, stimmt. Also da bleibt nichts anderes übrig, außer X-Ray auf diesen Server auszuschalten. Alle, die mit X-Ray ich kann dir ein Plugin schreiben, alle, die mit X-Ray scheuen, werden wieder runtergeschmissen vom Server. Gut, mach, dann beweise ich, dass ich kein X-Ray habe. Aber wollt ihr mal lachen? Als Ressource-Pack habe ich auch X-Ray, aber nur für meine Singleplayer-Welten. Wenn ich teste und was weiß ich nie mache. So, was machst du? Ja. Du baust ja hier einen halben Urwald vor deinem Haus. Ist das besser, du Darkus hässliches Haus nicht sehen? Sorry. Soll ich mir nicht darüber Witze machen, wenn ich selber nicht besser bauen kann? Wahrscheinlich nicht besser bauen kann. Aber das ist noch kein Urwald, das ist nur, dass wir die Uhr wieder abholzen können. Ich wollte sagen, die Bäume standen doch vorher schon da. Nein, die standen da vorher nicht. Naja, nicht alle. Aber ein voll Großteil. Also nämlich, ich sag nur so, in dem Punkt wirst du wirklich besser aussehen als ich. Ich kann echt nicht mehr reden heute. Ja? Ich experimentiere mit meiner Maus zur Zeit. Ich doch auch. Ob ich besser Häuser bauen kann als. Als Ike? Nein, als ich vielleicht. Ich bezweifle das. Also komm, Darko ist so faul und so schlecht im Bauen. Bei Eldercroft hat er sich ein Haus gekauft. Das sieht halt auch geil aus. Okay. Kann ich mir auch hier ein Haus kaufen? Nö. Nö, hier wird eiskalt gebaut. Ich hab gedacht, der Ike ist ja so nett. Ike, du hast die Bäume gesetzt, Justin baut sie ab. Ja, und? Ach, darf er? Natürlich. Ist doch für jeden da. Du kannst doch dort auch abholzen. Ist doch für jeden da. Hauptsache, du pflanzt die nach. Oder? Ja, wer nicht nachpflanzt, wird getötet. Da siehst du doch, ich pflanze schön brav nach. Ich brauche noch 1-3 Blumen. Für was? Für meine Balkon, nicht Balkon, doch, Balkonkästen nennt man die so? Blumenkästen, so. Blumenkästen. Balkonkästen gibt's auch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Naja, es liegt auch daran, weil mein Kopf dröhnt wie Sau. Ja, man hört's ja bestimmt, ich bin richtig schön verrotzt. Ehrlich gesagt, da ich jetzt auch länger von dir nichts gehört habe, keine Ahnung. Aber das war auch sehr entspannt, als man Darko seine Stimme mal nicht gehört hat. Heute noch alle Provokanten. Ich hab Bern gefunden, tralalalala. Berg? Oder Bären, Bär? Bären. Die roten Bären. Ich hab Bernd verstanden. Also wenn ich einen Bernd finde, dann bringe ich ihn zu Darko. Fuchsi! Okay. But. Oh, Creeper. Ich ernte mal dein Fältchen. Ja. Fuchsi, Fuchs.
Fuchs? Fuchsripp. Ach, warte mal, den muss man ja einsperren. Ja, der rennt weg, Arschloch. Kann man die Füchse nicht sogar zähmen? Ja, mit den Bären, glaube ich sogar. Aber du musst ihn einsperren, der rennt nämlich weg. Ich glaube, du musst die doch irgendwie füttern oder sowas. Es kann sein, dass man sie irgendwie locken kann. Oder also, dann auf dem Vanilla-Server, den ich damals mit ein paar anderen hatte. Da gab es doch noch gar keine Füchse. Nee, wir hatten schon mal die ENS 15, glaube ich. Achso. Ja, da war bei uns totale Funkstille. Ich will jetzt die Namen der Leute nicht nennen, die dabei waren. Aber ich glaube, die Zoe war auch mit dabei zu dem Zeitpunkt. Funkstille, wo der Dings da noch den Server geleitet hatte? Nee, das war dann schon hier so ein Nitrado-Server. Mhm. Da haben wir auch die Version schon mit Füchsen gespielt und ich habe den eingesperrt und dann gefüttert. Weil die wegrennen wie die flinken Aasgeier. Übrigens klauen die Delfine mein wunderbares Kelb. Mhm. Ich muss mal irgendwann eine Melonenfarm noch bauen. Die ist ja easy, genauso wie Kürbisfarm. Ja, aber Melonenfarm, besser wir überhaupt was zu essen haben, habe ich gedacht, oder? Hä? Also Justin, wenn es danach geht, ich setze hier gerne ein paar Bären hin, ne? Und nicht nur das, du kannst doch von mir einfach die Melone erwerben dort. Ich brauche sie mittlerweile nicht mehr, weil ich so viel Essen habe. Von meiner Haustür auch, dann können die Zombies nicht. Achtung, Creeper hinter dir. Oh, danke. Vorsicht, renn raus. Ich lock ihn erstmal raus. Oh, es sind sogar zwei Creeper bei dir. Du Arschloch, dich hab ich hinter mir voll gehört. So, warte, ich komm zur Hilfe. So. Können wir mal kurz schlafen gehen? Jep. Fliege. Moment. Jupp, ich auch. Sehr schön. So. Das. Eine Blümchen nach oben. LOL. Was willst du, Arschloch, bei mir im Haus? Eins, zwei, drei. So, das ist fertig. Okay. Sag mal, hab ich das jetzt eigentlich? Ja, doch, ich hab das richtig gebaut. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Was hast du denn überhaupt? Mein Haus in Eldercraft war das Dachgeschoss ja weitaus größer als hier, aber es kann auch sein, dass das gerade nur täuscht, weil ich noch nicht so richtig fertig bin. Ich dachte, das Haus war irgendwie größer in Eldercraft. Ja, von den Maßen sowieso. Die habe ich nicht 1:1 übernommen. Ach so. So, dann. Jetzt brauche ich eine Holzstämme. Ein Huhn hast du noch, oder? Musst du da reingucken? Ja, hab's gerade. Dann fehlt noch ein zweites Huhn. Bei dir hinterm Haus dort, wo der Berg ist, da sind Hühner und Schafe. Ich weiß, ich will nur gerade noch mal in die Richtung schauen, ob ich noch Kühe finde. Und sonst gehe ich in die andere Richtung.
Entschuldigung. Oh. Ey, es ist nervig und ärgerlich und oh. So, titte, titte. 2, 4, 6, 8, 9. Da sind natürlich gar keine Tiere. Bin wieder da. Ja. Musste gerade was klären. Günstige Zeit. Ist ja kein Problem. Wir haben es ja schon mitgekriegt, dass du weg warst, weil es war sehr leise auf einmal. Ernsthaft? Ja. Schafe habe ich schon mal gesehen. Schade, dass man keine automatische Bärenfarmen bauen kann. Oh Gott, doch. Nee, halbautomatisch geht's, aber. Nee. Doch, mit den Füchsen. Ah, mit den Füchsen. Nee, dann kannst du sogar ganz automatisch bauen. Mag sein. Dann kannst du doch Minecart runter herfahren lassen. Ja, stimmt. Und die ernten ja immer ab. Hm? Das stimmt. Ich besorge mir mal. Weiß einer, wie man Clickspeed von einer Maus runterstellt? Empfindlichkeit? Entweder bei mir ist eine Dingsbild, eine Tastatur oder eine Taste gleich an der Maus oder. Beim Windows kannst du die Sachen regulieren. Das habe ich noch nie gefunden. Bei beiden nicht. Wie, ist das mit wie viele Tasten hast du an der Maus? Ganz ich normale. Also nur links, rechts und Rad. Ja, genau. Hast du ein Stück oberhalb vom Rad, da wo normalerweise auch teils deine Handfläche drauf liegt, noch einen kleinen Knopf? Genau. Nein. Bei mir müsste da, ist da dieser Knopf. Ja, da habe ich meinen nämlich auch. Das haben eigentlich heutzutage alle Mäuse. Zumindest in 2 Jahre alt. Ich sag nur so, Just Quatsch, Ike, wir haben Kabelmäuse, er hat ja diese scheiß Funkmaus. Ich hab Funk. Okay, damit komme ich überhaupt nicht klar, bin ich ganz ehrlich. Ich hab Funkmaus, Funktastatur. Ich komme halt mit dieser Zeitverzögerung, besonders bei Kämpfen nicht klar. Also Zeitverzögerung eigentlich kaum. Ich merke da keinen Zeitunterschied. Ne, ich hatte mal Funkmaus und Tastatur. Nur die Klickrate ist etwas hoch. Und da muss ich ehrlich dazu sagen, ja, nee. Sie hat manchmal gar nicht reagiert gehabt. Also reagieren tut sie. Es sei denn, die ist leer. Aber sonst eigentlich immer. Ja, meine war ja auch immer voll, weil ich habe regelmäßig die Batterien gewechselt gehabt. Ich wechsle die erst, wenn ich merke, oh, die funktioniert nicht mehr. Und dann kann ich mich nicht mehr in Minecraft ausloggen. Schade, es ist ja eigentlich zu spät. Ja, dann ziehe ich meistens immer das LAN-Kabel. Genau. 1, 2, 1, ich brauche noch welche. 2, 3, wie hoch habe ich meine Fenster? 2. 2, 4, 6, 8 Stück brauche ich insgesamt. Aber was ich brauche ein neues Mauspad. Ja, die sind ja nicht günstig, die kriegst du heutzutage überall hinterhergeworfen. Ich weiß, aber trotzdem gibt mir eins zu Neige. Meins hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich schließe halt gleich meine Kabelmaus an. Ja? Das ist bei mir halt super eingearbeitet, da habe ich keinen Bock auf neue Zeug. Ja, bei mir wölbt sich auf einmal das Mauspad. Ja, bei mir auch schon. Also, Oh.